Galaxieumspannende Imperien gehören zu den beliebtesten Tropen der Science Fiction. Wir stellen natürlich die Frage nach der Möglichkeit, ob so ein Imperium überhaupt realistisch ist, sei es in der Zukunft der Menschheit oder aber genau jetzt irgendwo da draußen. Bekannt sind diese Ideen aus vielen beliebten Sci-Fi-Welten, von der Föderation in Star Trek über die Welt von Dune bis hin zum Imperium aus Star Wars. Geht das? Alles dazu erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Raum und Zeit, das sind die großen Hürden für jeglichen Versuch, eine multistellare Zivilisation aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Dabei brauchen wir uns nicht mal der komplexen Frage nach der Möglichkeit interstellarer Raumfahrt zu stellen. Es genügt, sich die Limitierung der Signalübertragung vor Augen zu führen. Die klare Grenze für jegliche Übertragung von Information ist die Lichtgeschwindigkeit, ca. 300.000 km pro Sekunde. C. Klar, das ist unfassbar schnell. Mehr als 7-mal kann das Licht pro Sekunde die Erde umrunden. Aber auch diese nahezu unbegreifliche Geschwindigkeit wird durch die Distanzen zwischen den Sternen schnell relativiert. Unser nächster Nachbar, Proxima Centauri, ist etwas mehr als 4 Lichtjahre von der Erde entfernt. Hätten wir einer hypothetischen Kolonie dort zum Anfang der Covid-Zeit, also im Dezember 2019, eine Bitte um Hilfe geschickt, dann würde diese Nachricht erst im Jahr 2023 eintreffen. Eine Antwort hingegen könnten wir erst 2027, hoffentlich bereits lange nach dem Ende der Pandemie, erwarten. Und dabei reden wir hier über unseren nächsten Nachbarn. Es gibt Sternensysteme in der Milchstraße, die über 100.000 Lichtjahre von uns entfernt sind. Um von solchen Systemen heute selbst eine Antwort zu erhalten, hätten wir in einer Zeit die Nachricht aussenden müssen, in der wir sie selber noch mit Faustkeilen in Tierhaut kratzen mussten. Für all jene, die bereits energisch Kommentare verfassen, nach unserem jetzigen Wissensstand ist C die maximale Geschwindigkeit jeder Informationsübertragung, ohne Ausnahme. Mehr noch, sie ist die Geschwindigkeit von Ursache und Wirkung. Könnte ich Informationen schneller übertragen als mit 300.000 km pro Sekunde, würde ich das fundamentale Ursache-Wirkungsgefüge des Universums außer Kraft setzen und vermutlich kein Universum mehr haben. Es gibt durchaus Situationen, in denen wir etwas beobachten oder messen, was schneller zu sein scheint als das Licht. Man denke hierbei etwa an die Phasengeschwindigkeit von elektromagnetischen Wellen, die abhängig von Medium und Frequenz regelmäßig jenseits von C liegen kann. An Quantenverschränkung, die von Einstein etwas fälschlich spukhafte Fernwirkung genannt wurde, oder bestimmte Quantentunneleffekte. Sie alle haben gemein, dass mit ihnen niemals Informationen übertragen werden können. Während also Quantenverschränkung durchaus als spukhaft erscheinen mag, erlaubt sie keinerlei Wirkung. Bleiben wir also zunächst bei der Annahme, dass wir durch die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts im Vakuum limitiert sind. In diesem Fall ist ein interstellares Imperium, geschweige denn ein galaktisches, kaum vorstellbar. Selbst in einem gedachten föderalistischen System, in dem die einzelnen Systeme weitestgehend autonom agieren, ist eine übergeordnete Instanz höchstens Beobachter, nicht aber Lenker des Geschehens. Wieder ein Beispiel. Stellen wir uns den fiktionalen Planeten Vulkan vor. Im Star Trek-Kanon gehört dieser zum Sternensystem 40 Eridani. Dieses Sternensystem ist sehr real und kann sogar mit bloßem Auge am Sternenhimmel ausgemacht werden. Interessanterweise ist 40 Eridani nicht nur die Heimat der Vulkanier, sondern auch der Aliens in Project Hail Mary, dem sehr empfehlenswerten Roman von Andy Weir. 40 Eridani ist 16,5 Lichtjahre von der Erde entfernt und damit immer noch quasi direkter Nachbar. In einer Föderation mit den Vulkaniern kommt es zu einer Rebellion auf der Erde. Die Regierung schickt unmittelbar ein Hilfegesuch an den Partner. Selbst wenn eine vulkanische Flotte mit nahezu Lichtgeschwindigkeit zu uns kommen würde, würde sie frühestens im Jahr 2054 die Erde erreichen. Hier aber gibt es mittlerweile bereits 2 neue Rebellionen oder aber es gibt gar keine Menschen mehr, die noch auf die Hilfe der Vulkanier zurückgreifen könnten. In galaktischem Maßstab nimmt das absurde Züge an. Eine Nachricht an einen Planeten, der einige tausend Lichtjahre entfernt wäre, würde wahrscheinlich eine Kultur erreichen, die längst eine völlig neue Regierungsform hat. Eine Kultur, deren Allianz mit uns nur noch Gesprächsstoff für Historiker ist. Falls diese wiederum eine Antwort schicken, dann würde diese hier nach vielen tausend Jahren eintreffen und eine Spezies vorfinden, die durch evolutionäre Prozesse vielleicht schon eine völlig andere ist als jene, die einst die ursprüngliche Nachricht ausschickten. Die Milchstraße ist natürlich absurd groß. So groß, dass uns allein die Vorstellung schwerfällt. Aber überlegen wir mal, wenn etwa hier die Erde ist, wie weit sind unsere ältesten Radiosignale bisher gereist? Die allerersten Radioübertragungen fanden um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert statt. Sie haben also bisher etwa 120 Lichtjahre zurückgelegt. Wie groß wäre denn nun der Kreis, den wir auf unserer Karte der Milchstraße einzeichnen könnten?
Egal wie groß ihr den Kreis vermutet, ihr liegt vermutlich falsch. Unser Video ist vertikal mit 1080 Pixeln aufgelöst. Umgerechnet auf die Größe der Milchstraße bedeutet das, dass ein Pixel etwa 150 bis 200 Lichtjahre repräsentiert. Die bittere Erkenntnis: Die ältesten Radiosignale der Menschheit sind noch immer im gleichen Pixel wie das Sonnensystem. Gleichzeitig muss uns klar sein, dass die Zahl der Sonnensysteme innerhalb dieses einen Pixels erheblich ist. Wir reden über viele tausend Sternensysteme, die wiederum in der Regel über Planeten verfügen. Im Umkreis von 250 Lichtjahren existieren bereits eine Viertelmillion Sterne. Eine Kaderschaft 3 Zivilisationen, von der wir vor einigen Jahren sprachen, ist also nur dem Namen nach eine Zivilisation. Tatsächlich würden sich die einzelnen Kolonien, selbst die unmittelbar benachbarten, sehr schnell sowohl biologisch als auch kulturell auseinanderentwickeln. Vorstellbar ist immerhin ein Transfer von wissenschaftlichen und technologischen Erkenntnissen. Was aber, wenn wir im Rahmen der bekannten Physik hyperschnelle Raumschiffe hätten, die sich nahe der Lichtgeschwindigkeit bewegen könnten? Das ist, etwa unter Einsatz von Antimaterieantrieben, ein Konzept, das zumindest die Regeln der Physik nicht bricht. Für ein Raumschiff, das sich mit 99,9717% der Lichtgeschwindigkeit bewegt, errechnen wir, nach der speziellen Relativitätstheorie, einen Gamma-Faktor von, klar, 42. Zwar würden wir von der Erde aus immer noch beobachten, dass das Raumschiff 16,5 Jahre bis 40 Eridani benötigt. Dies ist aus Sicht der Crew aber anders. Aufgrund der Längenkontraktion ist 40 Eridani für sie lediglich 0,4 Lichtjahre entfernt. Sie kommen also aus ihrer Perspektive bereits nach etwa 5 Monaten auf Vulkan an. Ändert das was? Möglicherweise. Vorstellbar wäre eine Gruppierung, die eine Art Monopol auf Raumfahrt besitzt. Diese Raumfahrer würden sich über große Teile ihres Lebens mit relativistischen Geschwindigkeiten fortbewegen und so in der Lage sein, regelmäßig große Distanzen zu überbrücken. Ob dies zur Kontrolle eines weitergefassten Imperiums ausreicht, ist sehr fraglich. Im Ansatz findet sich ein solcher Entwurf in Herbert's Dune. Im unlängst neu verfilmten Roman erlaubt es die Droge Spice der Navigatorengilde Raumfahrt zu betreiben, im Universum von Dune allerdings schneller als das Licht. Wenn wir uns in Bereiche vorwagen, die bisher bestenfalls hypothetisches Terrain sind, dann finden wir Möglichkeiten im Transhumanismus und in Warp-Antrieben. Eine transhumanistische Spezies, etwa eine Menschheit, die in Computern existiert und nicht mehr an ihre Körperlichkeit gebunden ist, könnte leicht ihre eigene Zeit regulieren. Wenn ich die erlebte Zeit in meinem Imperium tausendfach verlangsame, dann würden auch die Distanzen zu den Sternen plötzlich weniger bedrohlich. Auch wenn die Wissenschaft eine solche Möglichkeit prinzipiell als vorstellbar betrachtet, so ist ihre Umsetzung aktuell biotechnologische Science Fiction. Nicht anders sieht es mit dem Alcubierre Warp Drive aus, welcher immer wieder als heiliger Gral der FTL-Jünger angepriesen wird. Es gibt zwar Überlegungen zu seiner Umsetzung und diverse erfolgreich gelöste Gleichungen, aber es handelt sich dabei um teils sehr spekulative Theorie, trotz der jüngsten Fortschritte. Ob ein Alcubierre Warp Drive jemals gebaut werden kann, das steht buchstäblich in den Sternen. Bleiben wir also erstmal bei der vorsichtigen Feststellung, dass im Rahmen der uns bekannten physikalischen Gesetze ein galaktisches Imperium, sei es auch ein sehr begrenztes, welches eine Handvoll Sternensysteme umfasst, eher unwahrscheinlich ist. Das heißt aber keineswegs, dass eine Zivilisation sich nicht von Stern zu Stern ausbreiten könnte, sie multipliziert damit aber in der Regel nicht ihre eigene Spezies, sondern erschafft eine völlig neue. Wir hoffen, unser heutiges Video hat euch gefallen. Falls ja, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und euer Abo. Unser besonderer Dank gilt wie immer unseren Unterstützern auf Patreon, allen voran unseren galaktischen Overlords, Markus Tröster, Hermann Hampe, Aimgods und ganz neu dabei, Willi, Kurt, willkommen an Bord, Willi. Bis zum nächsten Mal und in diesem Sinne, 42.